Guten Morgen, Deutschland. Boris Pistorius hat sich gestern in den Bundestag gestellt und hat uns gewarnt. Ja, wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein und jeder Euro zählt. Ja, warum müssen wir kriegstüchtig sein? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ach so, stimmt, ja. Weil wenn das neue Bundesland Ukraine verloren ist, also sprich möglicherweise das Undenkbare geschieht und der Russe mit seinen Waschmaschinen und Geschirrspülerchips und den Sanktionen, die wirken, tatsächlich gewinnen sollte, dann würde er wahrscheinlich dann als nächstes Jahr durch Deutschland durchfegen, wahrscheinlich bis an den Rhein. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie auch in 12 Tagen in Portugal sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist zumindest die Panikmacher, die der Herr Verteidigungsminister momentan mal wieder im Bundestag raushaut. Liebe Leute, damit die Deutschen auch schön weiter was haben. Oh, Angst, genau. Ja, richtig. Ja. Wahnsinn. Ich finde diese Show so super, die der Herr Pistorius hier gerade für die US-Amerikaner und die NATO abzählt. Ich finde das genial, liebe Leute. Und natürlich auch für die Europäische Union, liebe Leute. Das ist die große Angst- und Panikspirale, die über allem schwebt. Ja, wenn wir jetzt nichts machen, dann steht der Russe in 3 Tagen am Rhein und in 12 Tagen in Lissabon. Ja, wunderbar, ich bin begeistert. Okay, anschließend geht er dann noch her, beantwortet eine Frage eines Altparteipolitikers und verbindet diese Antwort mal eben mit was? Ja, mit einer Lüge. Ja, ich bin begeistert. Herr Pistorius sagt gestern allen Ernstes im Deutschen Bundestag, ja, also, das wäre ja eine seriöse Frage des Altparteienpolitikers gewesen. Ich weiß nicht, welche Frage es war. Auf jeden Fall antwortet er so und zeigt dann auf die andere Seite und sagt, aber ihr wisst ja, ne, von der anderen Seite, die von den Chinesen und den Russen bezahlt werden, ja, da kommen ja keine seriösen Fragen. Ne? Also ich finde das immer spannend, dass ein Verteidigungsminister hergeht, ein so beliebter Politiker der SPD, und dann den Menschen da draußen blank ins Gesicht lügt. Herr Pistorius, Sie sind eine Schande für dieses Amt. Ja? Legen Sie doch einfach mal den Beweis auf den Tisch. Ihr redet die ganze Zeit davon, dass ein Herr Büstron und ein Herr Krah Geld genommen haben. Okay, wo ist der Beweis? Ihr habt keine Beweise. Also, lügen Sie im Deutschen Bundestag nicht nur die Abgeordneten an und die Präsidentin des Hohen Hauses an. Nein, Sie lügen auch durch die Fernsehübertragung ganz Deutschland an, Herr Pistorius. Schämen Sie sich. Wie wär's denn mal damit, Herr Pistorius? Also, das erstmal zu dem einen Thema. Das nächste Thema kommt aus den USA. Dr. Fauci, ja, ihr kennt ihn, ja. Das ist dieser graumelierte Herr, das Äquivalent zu Christian Drosten, ja. Der hat momentan einen ganz schweren Stand, denn der musste jetzt vor Gericht zugeben, dass seine Abstandsregelungen und sein ganzer Kurs, den er dann in den USA genauso wie der Herr Drosten hier in Deutschland verkausaliert hat, ja, alles eine schöne Erfindung war von ihm, ja? Weil irgendwie brechen da in den USA momentan jetzt die Dämme, während man sich hier noch versucht, mit den RKI-Files unter den Teppich zu retten, ist in den USA schon der nächste Schritt. Da kommt jetzt alles raus. Und da brennt ein bisschen der Baum. Der gute ältere Bruder vom Herrn Drosten, der Herr Fauci, hat gerade einen ganz schweren Stand. Und währenddessen passiert natürlich was in Deutschland weiter. Logischerweise die Manipulation, der Wahlbetrug, damit am Sonntag ihr da draußen auch ja nichts Falsches macht. Nicht wahr? Und da kommen wir dann zu dem Thema, worüber ich auch mal mit euch reden möchte. Einige Leute schreiben mich die letzten Tage an und sagen zu mir, warum mache ich momentan auf meinen Kanälen, also nicht nur hier auf YouTube, sondern ich habe ja auch einen Telegram-Kanal, Twitter etc. pp., so viel über die AfD. Naja, es sind am Sonntag Wahlen und es sind wichtige Wahlen. Es sind ganz, ganz wichtige Wahlen. Es sind die Kommunalwahlen. Ja, also ganz besonders die Leute, die ja den alternativen Medien folgen und die in den letzten Jahren auch durch Corona immer wieder gerufen haben, wir müssen uns unsere Dörfer, unsere Gemeinden, unsere Städte zurückholen. Ja, genau, ihr habt die Chance. Am Sonntag, ich glaube in 8 Bundesländern sind Kommunalwahlen, Gemeinderatswahlen, Ortschaftswahlen, Kreistagswahlen, Stadtratswahlen. Ihr habt jetzt die Chance. Ihr habt die Chance, dort in euren eigenen Dörfern, in eurer Heimat, wo ihr ansässig seid, diese alten Regierungsparteien, diese Altparteien aus den Stadträten, aus den Ortschaften rauszubekommen. Also ihr könnt ihnen jetzt einen Machtverlust zufügen, und zwar auf eurer heimischen Ebene.
Und das ist wichtig, denn darüber redet ihr ja seit vielen Jahren. Also wie wär's, wenn ihr, anstatt ihr euch darüber aufregt, dass momentan so viel über die Wahlen gesprochen wird, einfach mal am Sonntag den Hintern hochbekommt und das macht, wovon ihr hier seit Jahren am Rumkrakehlen seid. Nämlich euch eure Dörfer, eure Gemeinden, eure Städte zurückzuholen. Von diesen Regierungsparteien. Wäre doch mal keine schlechte Idee. Und das ist der Grund, warum ich natürlich momentan so viel auch über die AfD mache. Und warum ausgerechnet die AfD? Na, das hat zwei Gründe. Ja, der erste Grund ist ganz einfach, weil es die Partei ist, die bis jetzt in Schlagdistanz auf der ganzen Ebene ist zu diesen Altparteien. Und selbstverständlich sage ich auch immer wieder zu euch, wenn ihr euch damit nicht so ganz genehm fühlt, weil vielleicht der eine Prozentpunkt oder fünf Prozentpunkte fehlen, was auch immer, vielleicht ist es ja irgendwann wieder eine Antwort eines Politikers falsch gewesen, ja, dann gibt es da draußen noch andere Oppositionsparteien und die kann man auch wählen. Ja, ihr müsst euch halt nur mal ein bisschen erkundigen über diese Oppositionsparteien. Es gibt ja auch Oppositionsparteien, die wurden gerade erst gegründet, damit sie eine Opposition spielen sollen. Aber es gibt Opposition da draußen. Zum Beispiel die Basis, die ist schon lange da. Ja, es gibt, weiß ich nicht, die Tierschutzpartei, was auch immer. Wählt, was ihr wollt, liebe Leute, am Sonntag. Aber geht's wählen. Ja, und vor allem keine Stimme den Parteien, die dieses Land vor die Wand fahren, seit Jahrzehnten, liebe Leute, die für diese ganze Politik verantwortlich sind. Denn die Opposition, die kleinen Parteien und auch die AfD, ist für das, was hier passiert, nicht verantwortlich. Denn die waren noch nie in Verantwortung. Und das solltet ihr nicht vergessen, liebe Leute. Das ist der Punkt. So, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ich trete selber für die AfD an. Ja, genau, für die AfD. Ich bin kein Mitglied der AfD. Das kann ich auch nicht. Das wissen die Leute auf meinem Kanal schon sehr lange. Das habe ich auch schon lang und breit immer wieder erklärt. Aber sie haben mich gefragt, ob ich hier in der Stadt, in Oschersleben, in meiner neuen Heimat, seit über zwei Jahren jetzt bald, antreten würde. Und ich habe gesagt, ja, natürlich trete ich an, weil ich mich hier wohlfühle, weil ich hier leben möchte, weil ich die Zustände, die ich aus meiner alten Heimat kenne, nicht hier in meiner neuen Heimat haben möchte, wo ich bleiben möchte. Und das ist der Grund, warum ich hier antrete. Und ich möchte auch antreten, damit im Stadtrat weniger Altpartei drin sitzt und mehr Transparenz erfolgt. Das ist auch ein Grund, warum ich das mache. Und ich muss das nicht tun. Liebe Leute, ich brauche das gar nicht, das wisst ihr da draußen. Ja? Ich könnte mir den Spaß auch von außen weiterhin anschauen. Ja? Aber wichtig ist doch, dass wir in die aktive Rolle kommen. Dass wir uns politisch engagieren, wenn wir was ändern wollen. Es reicht nicht, nur auf die Straße zu gehen. Ich bin auf der Straße seit vielen, vielen Jahren, auf vielen, vielen Demos. Und ja, das ist super und das ist klasse und es ist ein Zusammenhalt und es sind mehr Leute geworden. Abgesehen jetzt davon im letzten ganzen einen Jahr, weil anscheinend momentan eine Demomüdigkeit da ist. Gründe dafür zu demonstrieren gäbe es schließlich genug. Aber Fakt ist, wir sehen, auf der Straße passiert nicht genug. Also muss man einen zweiten Weg gehen. Und der zweite Weg heißt nicht, dass ich mich an die Tastatur setze vor meinen Rechner und einfach nur ein bisschen was schreibe und den ganzen Tag dummes Zeug in die Kamera laber. Also dummes Zeug ist es ja nicht, aber für manche Leute ist es das ja. So, nein. Da muss man auch mal sich engagieren. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass man das tun kann, dann sollte man das tun. Und das ist der Grund, warum ich das auch mache. Und das ist der Grund, warum ich momentan auch so viel für die AfD mache. Zumal ihr auch übelst mitgespielt wird. Ja, die Leute reden immer von Wahlmanipulation und Wahlbetrug. Leute, ihr habt's vor euren Augen. Hier findet der größte Wahlbetrug aller Zeiten statt. 365 Tage im Jahr. 24 Stunden am Tag, von morgens bis abends. Ihr hört es, ihr lest es, ihr seht es. Wenn ein Pistorius im Bundestag unterstellt, der AfD Gelder genommen zu haben, ohne einen Beweis, er weiß aber, dass alle Menschen da draußen, die Phoenix gucken, das hören und das immer wieder wiederholt. Das nennt sich Psychologie der Massen. Das Buch ist von Gustave Le Bon. Das haben die Jungs da oben alle gelesen in den Pressestellen, den Marketingstrategen der Altparteien. Die wissen genau, wie das Spiel funktioniert. Endlos Wiederholung, bis die Leute es glauben. Erinnert euch an Corona. Genau das passiert jetzt gerade. Wahlbetrug, mein allerhöchster Respekt, ist die geilste Show aller Zeiten, die hier stattfindet. Und das sollte man nicht vergessen. Und gerade wenn man sich
seit vielen Jahren da draußen in der alternativen Szene bewegt, dann sollte man eigentlich wissen, wie sie arbeiten und was sie alles tun, um an der Macht zu bleiben. Und dann frage ich mich immer, ist es dann sinnvoll, die Möglichkeiten nicht voll auszuschöpfen? Ihr habt die Möklichkeit da draußen. Ich glaube, in 8 Bundesländern am Wochenende sind die Kommunalwahlen und die EU-Wahl. Und auch die EU-Wahl ist wichtig. Viele Leute sagen zu mir, warum will denn die AfD nach Brüssel, wenn sie doch Brüssel abschaffen will, also die EU? Naja, liebe Leute, vor dem Brüsseler Parlament zu stehen und Hurra zu rufen, reicht nicht. Auch das müsste mittlerweile angekommen sein. Ja, Brüssel hat mittlerweile 90% der Souveränitäten der Länder. 10% fehlen noch. Wenn sie die auch noch kriegen, haben wir die föderalen Staaten von Europa. Dann ist der Drops gelutscht. Dann gibt es hier nur noch Bundesländer. Dann gibt es hier keine nationalen Staaten mehr. Dann gibt es hier keine Souveränitäten mehr. Dann ist das Ding durch. Also muss man doch alles tun, um diesen Moloch, dieser Intransparente, dieses Lobbykonstrukt EU aufzuhalten. Und dafür muss man natürlich auch da reingehen, um die Dinge, die versucht werden, auf den Weg zu bringen, zu blockieren, zu stoppen. Stöcke in die Speichen zu werfen, wie man so schön sagt. Einen Balken zwischen die Beine zu schmeißen, damit sie stolpern, möglicherweise dann auch endlich fallen. Die EU kämpft mit Hängen und Würgen um ihre Existenz. Sie wissen ganz genau, dass die Menschen von außen mittlerweile draufschauen, was sie da treiben. Und sie wissen ganz genau, dass es unglaublich viele Menschen in Europa gibt, die diese EU kritisch sehen. Denn diese EU ist nicht Europa. Das ist nicht Europa. Und es sind auch keine Europawahlen. Es ist die EU-Wahl. Die Wahl der Europäischen Union, dieses lobbybehafteten, intransparenten, kriegslüsternen Lobbykonstrukts. Das ist die EU. Und diese EU wollen ganz, ganz viele Menschen nicht. Und dann muss man alles Erdenkliche tun, auf demokratische Weise, diese EU zu verhindern. Und dann kommen natürlich sofort was in den Medien. Ja, wir wollen den Dexit und dann bricht die Weltwirtschaft zusammen. Das ist alles gelogen. Wenn ihr euch das anschaut, was die Leute da draußen sagen, zum Beispiel von der AfD, was sie wirklich wollen, dann hört sich das alles ganz anders an. Sie hauen es aber euch in die Köpfe rein. Es ist genau dasselbe Spiel, wie ich gerade schon mal sagte. Fakt ist, es gab einen großen französischen Staatsmann. Da könnt ihr mal nach googeln. Der nannte sich Charles de Gaulle. Und der hat einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Ein Europa der Vaterländer. Wenn man dieses Ding überhaupt baut, dieses Haus Europa, dann muss man es richtig bauen. Und wir waren an einem Punkt, wo es richtig gebaut war. Zu Zeiten der EWG, dem Vorgänger der EU. Der Anfang wurde gut gemacht, aber dann kam die EU. Und das ist das Resultat, was wir jetzt haben. Und da stellt sich auch die Frage, wollt ihr, dass das so weitergeht? Wollt ihr, dass wirklich irgendwann die ganze Macht in Brüssel ist? Denn das ist das Ziel dieser Altparteien, die ihre Macht unten aus den Kommunen ziehen. Und deswegen nochmal, das ist der Grund, warum ich mir momentan den Mund fusselig rede, warum ich die Leute versuche zu animieren am Sonntag, diesen kurzen Moment der Zeit zu nutzen, denn niemand stirbt, niemand wird krank dadurch, wenn er wählen geht. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit, diesem System einen Balken reinzuschmeißen. Und wer das nicht will, aus purer Absicht, ne? Gut zuhören, aus purer Absicht, da frage ich mich, was seine Intention ist. Euch da draußen, einen schönen Tag.